So, hallo, wir machen weiter. Bei Undertale. Ja, okay, war klar. Irgendwann muss das passieren. Bei Deltarune. Muss kurz was. Okay, passt. Letztes Mal ist einiges passiert, weil es ein längerer Part geworden ist. Ungewollt. Plötzlich war es eine Stunde. Wir sind aus der Stadt ra. Ja. Wir sind aus der Stadt raus, wir sind gefangen genommen worden. Bradley hat sich ja nicht uns angeschlossen. Er ist jetzt nicht Teil des Teams, aber er ist auf unserer Seite mittlerweile und hat eingesehen, dass man auch mal dumm sein darf und er seine, ja, seine Hochnäsigkeit und das mit seiner Intelligenz und so weiter, das hat er mehr oder weniger ein bisschen in Anführungszeichen gefaked und mehr so getan als ob, weil er dachte so, das erwarten die Leute von einem. Naja, mir ist aufgefallen, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Wir haben hier ja Queen als Gegnerin und der Vater von Lancer. Ach ja, Lancer, genau, Lancer ist auch zu Stein geworden, richtig. Der Vater von Lancer, der müsste hier noch rumstehen. Also nicht der Vater, sondern Lancer selbst, genau. Das sind ja alles so Spielkarten, ne? Also Queen ist ja auch eine Spielkarte. Ist mir nur wieder aufgefallen, dass immer die Queen und King und so, dass das scheinbar die Bösen in Anführungszeichen sind. Also auch immer die höchsten Karten von dem Spiel. Hatten wir ein Ass schon? Hatten wir ein Ass schon irgendwann? Ich glaub's nämlich nicht. Also er müsste dann ja Bube sein, ne? Lancer müsste ja Bube sein, der Pik-Bube. Mal gucken, ob das irgendwann noch eine Bedeutung wird in einem der späteren Chapter, dass das alles Karten sind sozusagen. Okay. It's a cybernetic bookshelf. There's a book here about shortcuts that open up later. Ah ja. It's a cybernetic bookshelf. There's a book here about shortcuts that open. Ja, okay. Das ist zweimal das gleiche. Okay, gut, ist in Ordnung. Hier ist, da ist so eine Shortcut-Tür. Genau, und jetzt haben wir nämlich, ja, jetzt haben wir alle Bereiche zur Verfügung. Okay, und jetzt können wir nämlich wieder zurück, sobald wir diese. You don't. Jetzt können wir wieder zurück, sobald wir diese blauen Bereiche. Blauen Bereiche, diese blauen Dinger, diese Sammeldinger nämlich gefunden haben. Dann können wir zu dem Typen zurück. Der bei den Fields sich rumtreibt. So, was haben wir denn hier bei Butt Juice, Short for Butler Juice, plus 100 HP, klingt gut. Spaghetti Code, plus 30 HP. Okay, warum? Ach, Party plus 30, also alle plus 30, okay, also insgesamt plus 90 somit. Oh, das erhöht die Verteidigung. Das nehmen wir gleich mal mit. Und das kann ich eh nur einem geben, nämlich Chris. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Dann Royal Pin. Oh, das können alle tragen. Oh, kostet aber auch 1000. Yikes. Ah, aber dann wäre das ganze Geld weg. Da warten wir erstmal ab. Vielleicht passiert da noch mehr in der Richtung. Okay, hier verkaufen wir nichts von. Das ist jetzt auch nicht so viel Geld, was man da machen würde. Ja. Nee, okay, talken wir mal. Ah, forgive me for not introducing myself sooner, young masters. I am Swatch, our Lady Grace's head butler. When we are not attending to her needs, I and the Queen's other staff use this room as our humble, yet colorful gift shop slash cafe. Please shop to your heart's content. We are eager to serve for any wish. Does a woman of Our Lady Grace's caliber do not deserve a coven of powerful men and women to dote upon her every movement? To have rap anthems written to her kindness? Which are then bit crushed beyond recognition to make them more computer? Schön. Ja, genau. To have melons smashed with curate chops repeatedly for no apparent reason. Ja, das ist auch ganz super.
to have barrels thrown from the rafters and make us smash them all with karate chops before the timer runs out. Ja, absolut fantastisch. But the barrels are full of melons and we have to smash those too. Yes, the answer is yes. Super Mission auf jeden Fall. Oh, Rules Card. Warum Rules Card? Rules, I'm afraid I'm not familiar with a guest of that Monica. Ach so, weil es hieß, der ist hier irgendwo. Ah, wait. Are you perchance referring to that unbearable, unique man who barged in here and demanded to be made butler supreme? Ja, genau. Genau der. I'm afraid that person is now banned from this establishment and may have suffered injuries as a result of his rather swift ejection. Aber er wurde rausgeschmissen. Wen wundert das? Please do not mention him again. We are still cleaning up the worms he left on the floor. Alter. Okay, Outfit. Ah, my outfit. Yes, the monochrome look is quite suitable, isn't it? Black suit, colored glasses. Many people have failed to imitate this look. Some even going so far as to attempt to impersonate me. In order to get the... never mind. Macaron? Okay. Das Talken war bis auf Fool's Card sehr spannend. Nein, also gut. Speichern wir, dass wir getalkt haben. Und dann gehen wir mal weiter. Also, Fool's Card wurde rausgeschmissen. Wir sind mal alle gespannt, wohin das noch führen wird. I see you have escaped from your room units. Who can blame you for wanting to see my glorious mansion? You won't want to take your eyes off this beautiful art. We're not here to look at your stupid pictures. Oh, it was not a recommendation. I was just warning you, LMAO. Oh, ja, moin. Sheesh. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Und da kommen wir also nur... okay. Ich würde aber gerne es nochmal zurückspeichern, weil das hat gerade schon ein bisschen wehgetan. Und dann können wir uns wieder heilen kurz. Man weiß jetzt nämlich auch, was da kommt und laufen nicht mit schon 3 Energieverlust durch die Gegend. So, dazwischen steht man immer gut. Ja, easy. Okay, so, da kommen wir wie gesagt noch nicht durch. Scheinbar zumindest. Ah, und es geht nach der Musikding so ein bisschen. Okay, aber hier stehe ich wie gesagt problemlos. Und die anderen juckt es eh nicht, also wenn die berührt werden. Okay, da ist was drin. Aber das ist ein Schalter. Ah, wir haben vielleicht jetzt oben das Feuer ausgemacht. Ich gehe aber erstmal nochmal weiter. Ich gehe erst nochmal weiter. Oh, die ist... ah, das war knapp. Oh, hier ist auch nochmal was. Und hier ist eine Kiste. Revivement. Ja, nice. Ab dafür in die Itemtasche. Sehr schön. So, dann speichern wir das doch auch gleich nochmal. Warum nicht, ne? Und hier ist jetzt das Feuer aus. Jawohl. Ja, dann kann ich jetzt auch einfach durchrennen. Ist jetzt egal. So. Zack, ab dafür. Ach so, ich habe ja Armor gekauft. Ich trottel. Quiz. Anstatt dem Mannequin wahrscheinlich, weil das Mannequin macht effektiv nichts, gibt es jetzt ein Shot Boaty. Zack, ab dafür. Achso, könnte ich ein zweites sogar kaufen gegen das Glowrist, ne? Ja, passt schon. So. Wie gesagt, bei den anderen, dieses Ding, was 1000 kostet, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ob das so nützlich ist. Okay, was ist das jetzt wieder für ein Spaß? Now I know you are all loving my mansion, but we have a few rules around
Here you have to follow. Nimmt mein Ton auf? Ja, okay, alles gut. 1. Wipe your shoes. 2. Have fun. 3. Respect the pottery. 4. Have fun. 5. List entry duplication error. Sehr gut. Okay, also, was passiert jetzt, wenn ich das berühre? Aha. Jetzt kommen die Viecher. Swatchlings. Müssen wir auch mal bekämpfen, die Kollegen. Gut, die sind immer zum Saubermachen da. Also wahrscheinlich Warmify, Weather 2 Stages, Coldify, Bluer 2 Stages. Ach so, wenn die gleichfarbig sind, vielleicht dann. Wenn ich den roter mache, müsste das doch passen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was... Ah, Half-Warm. Weather One Stage. Also geht auf jeden Fall um die Farben. Wir defenden mal, dass wir TP aufbauen. Und da ist Blue One Stage. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich Two Stages Weather mache. Ob das dann gleich viel zu krass wird oder ob das genau passt. So, talked about the warmth of a loving embrace. Jetzt ist er gelb geworden. Also nochmal two stages, dann müsste er rot werden, oder wie sehe ich das? Okay, die servieren Attacken. Okay. Okay. Gut, dann machen wir den einfach nochmal two stages Warmify und gucken mal, was passiert. Die anderen defenden wir. Ich muss das mal rausfinden. Wird er jetzt rot wieder? Ja, jetzt sind sie gleich. Okay, und das ist das, was passieren soll. Sehr schön. Ja, jetzt ist alles gleich, deswegen kommen auch nur Vögel. Und jetzt können wir sie wegsperren. Abflug und Abflug. Gut. Dann würde ich doch gleich sagen, machen wir weitere Töpfe kaputt. Pottery not respected. Es tut mir leid. Machen wir weitere Töpfe kaputt, damit wir das hier gleich klären. Hä? Hallo? Ich dachte jetzt, wenn ich einen Topf kaputt mache... Ach, jetzt kommen die erst. Ja, komm ran. Okay, 3, perfekt, dann sind wir ja gleich durch. Okay, nur der eine ist blau. Nur der eine ist blau, dann kriege ich den ja mit einem Stück. Ach, stopp mal. Wechseln die nur zwischen Blau, Rot, Gelb? Nee, kann nicht sein. Nee, ist Quatsch, was ich rede. Nee, ist nicht Quatsch, was ich... Ich würde es tatsächlich mal gerne checken, um das mal zu lesen. Meine Vermutung ist jetzt folgende... Ach so, ich kann aber nur... Ah doch, genau, genau. Wir machen jetzt mal One Stage, nur ihn hier. Zack. Und da machen wir Defend. So, jetzt will ich mal lesen. Happiest when the outfits are color coordinated. Ja, das habe ich verstanden. Ach, jetzt wird erst grün. Okay, ja, war dumm. Ich verstehe. Ja, das Ausweichen ist trotzdem nicht sonderlich schwierig. Gut. Okay, so. Jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Jetzt kriegt er nochmal 2 Stages drauf. Und Susi gibt ihm nochmal eine Stage drauf. Und dann kann Wellesley den ersten... Nee, schon wegsperren. Das müsste funktionieren. Jetzt wird er nämlich
So, und jetzt kriegt sie nämlich noch ein Dings drauf, dann passt es. Genau, und dann kann der erste schon weggesperrt werden. Okay. Also, das sind schon Zwischenstufen nochmal drin. Grün und Orange in dem Fall. Und dann wahrscheinlich Lila bei Blau. Und ja, ja, okay. I see. Ist ja ganz nett. So. So. Und so. Gut. Und damit haben wir nämlich schon die Rekrutierung vollständig. Und das können wir jetzt mal ganz fix speichern. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr um die Kämpfe mit denen zu kümmern. Passt. Ja, ja. Ja, ja. Schon gut. So. Zack. Ab dafür. So, also ab jetzt keine Töpfe mehr kaputt machen. Susi. Susi, what the heck? Das hast du vorhin doch nicht gemacht. Hat sie das jetzt mir nachgemacht, weil... Susi, what the heck? Ja, okay. Ja, so... Macht sie mir das jetzt nach, weil ich das vorgemacht habe? Das ist nicht, was ich wollte, aber vielleicht ist ja irgendwo ein Item drin gewesen. Nee, ne? Aber die kommen jetzt auch gar nicht, die Butler. Die sind schon weg, weil wir sie rekrutiert haben wahrscheinlich. Okay. Ja gut, das war dann das. The painting is labeled task. Hello. The painting is labeled Tamberley. The painting is labeled Task. The painting is labeled Task. Okay. 1, 2, 3, 4. Einfach im Uhrzeigersinn. Okay, so, was willst du von mir? Just in time for your appointment. Would you assist in organizing these paintings? Yes. How we find? Then the first question. Which painting's name is first alphabetically? Die hatten alle ein T. Außer das rechte. Shit. Oh mein Gott, Task Manager blocks the... Was war denn das? War das rechte nicht irgendwas mit einem M? Bin ich doof? So, die... Wie war das jetzt mit diese Task-Dinger? Genau, die waren Software. Ah, Petting hat aber auch gereicht, ne? Genau, Petting hat gereicht. Dann macht sie S-Action auf das Ding und dann kann er die erste sperren. Sehr schön. So. Aua. Gut, dann können wir sie jetzt auch petten. Dann kann Susi die direkt sperren. Und weil sie kann R-Action auf den Taskmanager machen. Oh, das hat nicht viel gebracht. Oh mein Goodness! Der macht ordentlich Schaden, Kollege. So, aber damit ist er jetzt dann auch... Oh, das sollte reichen. Falls es nicht reicht, machen wir noch S-Action auf den Typen und dann auf jeden Fall Spare. Oh, es hat nicht gereicht, oder? Ach, komm schon.
Ah, verstanden. Oh, ich bin richtig langsam hier. Ich war jetzt langsamer, als ich wollte. Das war nicht der Plan. So, jetzt hier Order und dann sperrst du den weg. Und wenn es da nicht klappt, dann klappt es da. So, oh, das war mit einem Schlag rekrutiert, okay. Auch interessant. Ja, aber jetzt haben wir das Rätsel hier gar nicht richtig gemacht. Aber jetzt steht gar nicht mehr... Oh Mann, ich wollte es richtig machen. Aber wir gehen speichern, weil Energie. Nein, Susi! Schnell weg. Macht Susi das jetzt immer? Das ist ja blöd. Das soll sie doch gar nicht machen. So. Ah, das klappt ja hier schon super wieder. Mensch. Okay. Also ich hätte schon gern das Rätsel richtig gemacht. Kann ich das jetzt nochmal machen oder ist das nur so einmal versaut, immer versaut? Nein, Susi! Okay. Wow, es wäre halt sogar möglich, da durchzulaufen. Oh, da unten. Oh, jetzt... Jetzt sind die hier unterwegs. Oh mein Gott! Jetzt ist hier richtig Party. Okay, aber Task Manager ist weg. Schade. Ah, ich hätte gern das nochmal... Ich hätte gedacht, hier war ein anderes Wort. Und alle anderen hatten mit T angefangen. Ach, verdammt. Okay, hier geht's nach oben. Hier kommen wieder Autos. Wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Oh. Wir gehen erstmal zu den Autos. Hä? Was ist... Also was ist das da hier? Hält es dann auch nochmal zusätzlich an, oder wie? Ah, jetzt verstanden. Okay, I see. Was ist das? Sheesh! Lol, okay. Jetzt kommen sie alle nach. Kann ich da oben hin? Ist da irgendwas noch? Nein. Jetzt sind die auch weg. Ist hier irgendwas? Nein. Ist hier am Rand irgendwas? Kann ich hier irgendwie rein? Ich frage mich halt gerade, aber ich meine, 2F klingt, als würde es da weitergehen. Dann gehen wir doch erstmal hier unten entlang. Okay, also hier ist schon mal nichts. Okay, dann gehen wir es mal hier weiter. Ja, hier kann ich auch nicht rein, okay. Das juckt auch nicht mehr. Okay, die Mäuse kommen auch nicht mehr raus. You became lost in the craftsmanship. Nee, eigentlich nicht. You became lost in the craftsmanship. Nee, eigentlich immer noch nicht. Ah, da ist eine Truhe. Nein, immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Inside was Chainmail. Oh, das ist ein Armor. Für wen? Ach so. Okay, Chris könnte es tragen. Im Moment haben sie alle 6 Defense. Okay. Ich würde es mal Dings geben. So. Ja.
Ist jetzt eigentlich irgendwas besser als White Ribbon? Nee. Okay. Ja gut, dann ja. Nein, immer noch nicht. Da blinkt irgendwas vor sich hin, aber das blinkt einfach rum, okay. Kann ich nichts machen? Kann ich das wegschieben? Nee. Ich komme da nicht ran, okay. Meinetwegen. Was? Ah nee, das ist das Gleiche. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwas anderes kommt, aber es kommt nichts anderes. Okay, das... Dann war das für die Truhe wahrscheinlich alles hier. Und wir sind wirklich lost in the Craftsman. Seems like a mouse-induced traffic jam. Okay. Na, jetzt rennen wir nicht mehr zum Speicherpunkt. Da wird schon gleich ein neuer kommen. So, Abflug nach oben. Ach, die tun jetzt weh. Jetzt darf ich die nicht treffen. Ja, moin. Weiß ich doch nicht. So. Nächstes Stockwerk. Okay. Du bist jetzt aber normal zum Ansprechen, ja. Welcome to the 2F Dinner Party, Section A. Please help yourself to anybody's food. Unter dem Food ist ein Food. There's supposed to be another guest here, but they are late. They called and said something about blue check marks. Ha! Ah, hier, da. Blue check marks, das brauchen wir. Yes, yes, Queen is right. Send error report. Okay. Couldn't agree more. Send error report. I am mouse million. I stand leagues and inches above all the other mice. Only Nubat remains above me still. Nubat, bester Mann. Oder da. Das ist eine Frau, weiß ich gar nicht. Lol. Einfach die Frisur. Nubat's moving up in the world. Okay, Nubat. Irgendwas sagt mir, dass ich das nicht öffnen will, aber hey, let's go. Oh my goodness. Okay, Schlüssel war... da. Okay, das war einfach. Okay. Ich hätte gerne einen neuen Speicherpunkt. Der ist auf dem Kopf. Warum? Aha. Left Shortcut to 1F. Okay, Abflug. Ah, über die Bücherregal. Oh nein. Okay, das ist wirklich einfach. Und jetzt kommen wir über das Bücherregal wieder nach unten. Perfekt, und dann kommen wir zum Speicherpunkt. I see. Die Dinger waren gemeint mit Abkürzungen. Das hier sind Abkürzungen. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir doch gleich noch weiter, oder? Oder macht man... Ah, ich glaube, ein Stockwerk pro Part ist, denke ich, okay. Danke fürs Zuschauen. Aua. Oh Gott, was mache ich denn? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.